Folge 12 von Aquanox. Wir haben das letzte Mal die Seismobombe gefunden, die ultra gefährlich war für die Stadt Lima 2 hier, die Unterwasserstadt. Ja, beeindruckend. Und wir haben herausgefunden, dass Aquanox bedeutet, was jeder mit ein bisschen Grundwissen in Latein sich auch hätte denken können, nämlich die Wassernacht oder die Nacht des Wassers. Das heißt, die ewige Verbannung der Menschheit in die Tiefen. Das ist aber gar nicht schlimm, weil hier unten wartet ein schönes Spiel und da seid ihr jetzt auch wieder zu eingeladen, mir zuzugucken. Nächste Mission Santiago. Also wir sind vor der Küste von Chile, entnehme ich dem Namen einfach mal. Bodenabwehr von Santiagos Habitat ausschalten. Frachter darf nicht verloren gehen. Die Abwehrgeschütze werden von Relaisstationen gespeist. Santiagos Piloten sind schlecht ausgebildet. Das ist grundsätzlich was Gutes. Schlecht ausgebildete Leute mag ich, wenn sie gegen mich kämpfen. Ansonsten ist sowas ärgerlich, aber in Videospielen ist das schön. So Leute, hier der Angriffsplan. King will seine Truppen in Santiagos Habitate jagen und die Leute festnehmen. Wir sollen hier einfach nur die Geschütze ausschalten, damit sein Transporter freie Bahn hat. Einfach nur ist immer gut bei solchen Aufgaben. Ich will nicht, dass irgendwelche Habitate zerstört werden. Sorgt einfach dafür, dass ihre Verteidigungsanlagen außer Gefecht sind. Ich schicke dann den Transporter. Der wird Santiagos Leute abholen. Okay, also vor allen Dingen auf die Kanonen. Was bist du für einer? Du willst Ärger, oder? Du bist doch einer, der Ärger will. Na, komm her, komm her, komm her. Alle drauf schießen. Und dann ist ja nämlich auch ganz schnell Brei. So, das ist das scheiß Relais. Können wir hier aus der Ferne mal drauf schießen. Nee, das sowieso nicht. Ja, für mich klingt das doch nach einem sehr simplen und sehr erfolgversprechenden Plan. Worauf schießen die denn da? Wir sollten doch nicht auf die Häuser schießen, auf die Habitate. War doch die Idee, dachte ich. Und, bom, bom, bom. Kaputt. Ach komm, lass mich doch in Frieden. Du blöde Kanone, als ob du mir was anhaben kannst. Da hinten steht noch so ein scheiß Relais. Die kann man ja sogar aus ausreichender Entfernung hier aufs Korn nehmen. Schön. Bisher ist das alles noch relativ simpel. Na, guck mal, wer da kommt. Meine Freunde wollen gerne trinken. Komm, kleiner Drifter. Ja, der King ist ja hier so ein bisschen der King, also der Chef in der Umgebung hier. Jetzt nicht unbedingt ein gewählter Vertreter, sondern eher so, naja, ein Machtpolitiker. Naja, er hat sich halt an die Macht geputscht, beziehungsweise ist an die Macht gekommen durch Stärke, durch Überlegenheit gegenüber seinen Feinden. Und scheint das hier aber ganz gut in der Kontrolle zu haben, die ganze Gegend. Und mein Gott, dann soll es uns nicht stören, ne? Wie er an die Macht gekommen ist. Wie sagt man so schön, der beste Regierungschef ist ein gütiger, weiser, intelligenter und wohlwollender Diktator. Also, ja, helfen wir doch dem King, wenn er hier für vernünftige Lebensbedingungen sorgt. Wo ist das nächste Relais da hinten? Okay. Tschüss. Die Kanone hier vorne, die haben sie schon kaputt gekriegt, ne? Ja, super. Finde ich gut. Wo sind mehr Relais? Da ist noch ein Relais. Soll uns nicht weiter stören. So, jetzt hier den Drifter noch. Die sind leider relativ driftig schnell unterwegs. Aber gemeinsam schaffen wir das. Ich und meine Jungs und Mädels. Was ich hier für einen fantastischen Trupp habe. Und das Gute ist echt mit der Gatling, mit dem Alternativschuss kann ich es halt wirklich relativ schnell aus der Ferne kaputt machen. Die Relais. So, was kommt jetzt? Jetzt kommt der Frachter von King oder was? Der was bringt? Okay, da ist Kings Transporter. Wir sollen ihm den Rücken verteidigen, bis er Sicherheitstruppen. die Leute eingesammelt hat und wieder Ach weg so, ist. die ja eine Festnahme halt durchführen. Na gut. Also, Verteidigung des Transporters. Leute, es ist soweit, endlich mal wieder eine Escort-Mission. Juhu! Alle lieben Escort-Missionen in Videospielen.
Das ist schön. Alle lieben Escort-Missionen. Denn Escort-Missionen sind lustig. Oder auch nicht. Oder genau das Gegenteil von dem, was ich singe. Ja, bei Escort-Missionen geht ja gerne mal was schief mit der KI. Da kann es ja gut und gerne passieren, beziehungsweise sind dafür verschrien, dass man selber gar keine Schuld daran hat, dass die Escort-Mission scheitert, sondern die dumme KI der eigenen Verbündeten ist schuld. Und ich befürchte, dass sowas hier auch passieren kann, denn das Spiel ist aus einer Zeit, wo genau diese Angst herkommt, nämlich so von vor 15 Jahren, wo es gang und gäbe war, dass die KI in Spielen einem es unmöglich gemacht hat, Missionen zu schaffen, wenn man sie nicht ausgetrickst hat. Ich meine nicht die Gegner-KI. Aber zumindest bisher hat sich der Transporter noch nicht in den Tod manövriert. Noch hat er auch ein bisschen Leben. Transporter beschützen. Also Jason Statham als der Transporter musste nicht beschützt werden, er hat es alleine geschafft. Läuft! Schön! 6,5 Minuten, wenn das mal nicht eine gute Leistung war. Ich setze das fort von letztem Mal. Ja, ich setze das fort. Schon 2 Missionen in Folge bei Aquanox, bei einem wirklich nicht leichten Spiel. Beim ersten Versuch geschafft. Das ist eine gute Leistung. An dieser Stelle erwünsche ich mir Applaus. Vielen Dank. Vielen Dank. Wer möchte was? King? Flynn. Ivan King hier. Hoffentlich ist jetzt mal Ruhe mit Santiagos Erblasten. Die Zone braucht Ruhe. Konsolidierung. Ich muss meine Programme durchbrechen. Wir können hier nicht mehr hausen wie die Riftpiraten. Der letzte angespülte Dreck wie Müllsedimente. Wir brauchen für die Tornadozone Bildung, Wohlstand, Achtung. Entschuldigung, dass ich dein Gebet unterbreche. Ich denke, was die Zone braucht, ist weniger Einmischung seitens der atlantischen Regierungen, Autonomie, weniger terrorisierende Splittergruppen. Verdammt, Flint! Jetzt fängst du selber an, Mann! Sieh zu, dass meine Autonomie nicht gefährdet wird. Na was? Scheiß drauf! Wir brauchen Jobs und Credits! Dopamine haben. Recht hat er. Aber so einfach ist es nicht. Die Crawler werden zur Gefahr. Die Atlanta wollen Gelder streichen, wenn ihr Brainfire-Projekt durch irgendwelche Übergriffe gefährdet wird. Und ich sehe es kommen. Die werden es gefährden. Ich bin verantwortlich. Außerdem ist der Kontinentalabhang unter Lima 1 instabil. Velasquez meint, es könnte zum Rutsch kommen. Warum, weiß keiner. Verdammte Zeiten. Flint, rede mit Escobar. Er ist ein Fachmann in Sachen Crawler. Naja, er ist eine alte Märchentante. Hört mein bestes Ton. Harper, seid ihr in Bereitschaft? Wir sind allzeit bereit, Mann. Na was? Pfeif und wir feuern. 18.000 fucking Credits. Das war ordentlich. Nehmen wir gerne mit. Okay, es gibt also weitere Probleme und King ist sowas, wie ich schon gesagt habe, wie der große, sieht sich zumindest selbst als der große Heilsbringer dieses etwas abgeranzten Gebiets da an der Westküste von Südamerika. Mal gucken, ob er was draus machen kann, aber er steht momentan vor genug Problemen, die uns bedürfen, sprich geile Söldner, die geile Scheiße machen können. Reden wir mal mit den entsprechenden Leuten hier. Bevor wir mit Escobar reden, das wurde uns ja empfohlen, der kenne sich hier aus, mit den Sorgen und Nöten. Reden wir mal mit Frau Olga Sislaya. Oh, Sie sind mein neuer Assistent. Nein, wir kennen uns doch. Von der Machina Antarktika her. Sie sind Wissenschaftlerin? Was erforschen Sie denn hier? Ich komme ständig weit rum. Ich besuche die Hot und Cold Vents. Evolutionsgenetik. Transposone Gene. Wissen Sie? Horizontale Evolution. Aha. Also, ich sehe da gewisse Zusammenhänge mit horizontaler Fortpflanzung. Buja! Ich suche nach den Ursprüngen des Lebens, nach den Genen der Superbugs. Gene, die extremste Umwelteinflüsse bewältigen. Biogenese, der Ursprung des Lebens. Die evolutionäre Genesis. Wow, Superbugs. Wozu sind die
winzige Tierchen, die sich von Schwefel, von Mineralien, ja sogar von Steinen ernähren. Keime, die ohne Licht und Sauerstoff Jahrmillionen überstehen können. Das hört sich ja fast nach einem knallharten Shogunatsoffizier an. Wir sind genauso hart drauf. Ach, Flynn. Er ist nicht der Schlauste. Er ist nicht der Schlauste. Aber wir haben ihn trotzdem lieb. Mira, Flint, ich gebe dir einen Rat. Achte auf Kreol. Ich weiß, der ist auch ein Blutfeind von dir. Dieser miese, verlogene Diamantendealer von Lima 1 ist zu allem fähig. Was interessieren mich deine Geschäfte, Escobar? Ich brauche Informationen über die Crawler. Sieh. Und ich brauche jemanden, der mir den Rücken krault. Die Crawler. Keiner weiß, wer sie sind. Keiner weiß, woher sie kommen. Vielleicht sind das gar keine Menschen. Auf jeden Fall fressen sie Menschen, sag ich dir. Und mach dich jetzt nicht lustig. Nein, bewahre. Abgesehen von der alles bewegenden Frage, Brust oder Keule. Wie kriege ich mehr über sie raus? Es heißt, es läuft ein Spion von denen rum. Kann sein, kann nicht sein. Sie beobachten uns, spionieren uns aus, Dreckskerle. Kein Diamantentransport ist vor ihnen sicher. Du kennst Glossé, das Megababy von Atacama? Gut. Die weiß mehr über diesen Spion. Und tu mir einen Gefallen. Solltest du auf Armeslänge an ihn rankommen, stech ihm für mich seine scheiß Augen aus. Ja, also die Reaver von Aquanox, wem das noch was sagt, vielleicht aus Serenity, Firefly, die menschenfressenden, etwas unbekannten Piraten sozusagen, die immer rumfahren, Leute überfallen und alles auffuttern, die scheinen zum ernsten Problem hier zu sein, geworden zu sein in der Tornado-Zone. Und vielleicht treffen wir demnächst mal einen, dann können wir die nämlich kaputt schießen. So wie wir es mit allen machen, die uns Böses wollen. Geschweige denn uns auffressen. Magst du diesen Ort? Es ist eine üble Spelunke, aber sie hat einen großen Vorteil. Ja, Velasquez. Er ist einer der wenigen hier, die Verlass ist. Lucy, ich brauche deine Hilfe. Ich muss weiterkommen. Auch ein besseres Schiff. Credit. Ich habe mich bei King verliebt. Was weißt du über einen Crawler-Spion hier bei Atacama? Und ich dachte, wir wollten zwischen all den besoffenen Sintuhul-Leichen ein wenig Spaß haben. Okay, dann. Wir nennen ihn Nameless. Er schleicht oft irgendwo auf Lima 1 rum. Komische Typen, du wirst schon sehen. Er gibt sich als durchgeknallter Veteran aus dem Shogunatskrieg aus. Aber er ist clever. Pass auf dich auf. Ich danke. Ich wünsche dir nur die Rosinen. Ich wäre schon mit dem Kuchen alleine zufrieden, Flint. Aber ich habe da keine guten Gefühle, was die Zukunft betrifft. Ach doch, nicht immer so negativ, Süße. Was soll das denn? Na, reden wir mal weiter mit Leuten. Flint, Mistkerl, Totgeburt einer demutierten Atacama-Schlampe. Was willst du hier? Kreol, der mieseste Diamantenschmuggler der Zone. Wie geht's deinem Kontrahenten Single? Habt ihr euch schon gegenseitig aufgefressen? Pass auf, Flint. Ich bin mir sicher, dass du hinter dieser Brainfire-Scheiße steckst. Du als Schleimer der Föderation. Und ich sage dir eines, pass auf. King hängt am Gängelband, aber ich nicht, nicht Kreol, der künftige Warlord der Zone. Ich werde dich und das verdammte Brainfire-Projekt auf den Meeresgrund schicken. Du meinst Kreol, die künftige Lachnummer? Das wirst du nämlich sein, wenn du mir in die Quere kommst. Ich habe jetzt Wichtigeres zu tun, als dich in blassroten Brei zu verwandeln. Velasquez ruft mich. Er will mich in seiner Spelunke sehen. Aber erstmal reden wir noch mit der komischen Blauen hier. Flynn, Bruder und Lebensretter. Sam, Bruder und Weltenretter. Wie geht's dir und den anderen Semi-Humanoiden? Was treibt dich ins Trockene? Immer noch ein Zyniker. Immer noch ohne Respekt vor dem kommenden Herrengeschlecht der Flüssigkeitsatmer. Es ist jedes Mal ein ziemliches Gewürr, ehe wir alle Flüssigkeiten aus unserem Atemsystem heraus haben. Und uns dem niederbarigen Druck auf euren Stationen angepasst haben. Und was treibt dich in die Tornadozone? Die Machina Antarktika hat hier ein Riesenprojekt laufen. Oxygenisierung des Wassers. Sie wollen hier das Wasser durch gigantische Informationsfilteranlagen mit Sauerstoff, Helium und so weiter anreichern. Damit wir Flüssigkeitsatmung zu Urlaub von Urlaubstoffen und Substanz
Probleme bei der Durchführung? Kann man wohl sagen. Wir haben eine Heidenangst vor diesen Schrottkreaturen. Die Machina geizt mit Mitteln und wir haben nicht genügend Schutz. Unsere Versuchsstation liegt hinter Lima 1. Wir haben erst vor kurzem wieder Crawlerboote rumschleichen sehen. Aber jetzt muss ich schnell weiter. Okay, krass. Also da kommt eine ganz neue Dimension mit rein ins Spiel. Es gibt also auch mittlerweile Hybridmenschen aus Fisch und Mensch, die unter Wasser atmen können. Also wahrscheinlich mit Kiemen und entsprechenden komischen Atemblasen oder wie auch immer das funktioniert. Und die wollen jetzt sogar dafür sorgen, dass sie wirklich komplett ohne irgendwelche Zusatzstoffe auskommen können. Einfach das Meer so nutzen können, indem sie es anreichern mit Sauerstoff. Ich weiß noch nicht so genau, wie das funktionieren soll, dass das gesamte Meer mit irgendwas angereichert wird. Aber hey, ich bin ja auch kein Zukunftsunterwasseringenieur. Weiß ich nicht. Velasquez, der Chef hier in Lima, will was von uns. Velasquez? Licht blinkt. Glucy hat sich gemeldet. Ich weiß, wie du es bist. Nameless sitzt in der Walker-Pipe, besäuft sich und verbreitet seinen Irrsinn. Von mir aus kannst du ihn interviewen, aber dann werde ich ihn aus der Schleuse blasen. Danke, Velasquez. Ich höre, hast du Probleme mit Lima 1? Genau. Ich bin Geologe. Yeah, ein Geologe! Der Typ schon wieder. Wir versuchen es rauszufinden. Okay. Wenn ihr jemanden braucht, der die Rosinen aus der Kacke pult, enthilft. Dann wollen wir uns noch kurz mit dem mit dem Spion unterhalten von den bösen Unterwasserkannibalen. Mal schauen. Ach, du krepierst auch. Vergessenheit, Schmerz, Abschied. Wer hier Abschied nimmt, ist noch nicht entschieden. Bist du einer von diesen Crawlern? Andreiden, bitteschön. Eure Wissenschaftler nennen uns Andreiden. Höhlenbewohner. Wir sind die Legende, die euch energiesüchtigen Junkies den Arsch aufreißen wird. Wo kommt ihr her? Denkst du, ich bin verrückt und werde die Position unserer Höhlen sagen? Wie schwarzer Schleim werden wir über euch kommen. Und unser Hauptmann Sam Cohn wird dir persönlich den Schädel knacken, um dein armseliges Gehirn rauszulöffeln. Was glaubst du, welchen Nährwert die Hirndrüsen mit all ihrer Biochemie haben? Mal abgesehen vom kulinarischen Teil, was Gute wollt Frage. Ihr eigentlich? Leben! Eure scheinheilige Existenz vernichten! Finsternis, ewige Nacht, die Heimat im Wasser, neue Menschenrasse! Wasser! Atmen! Alles gehört uns! Wir sind das Gesetz! Ihr seid die Lüge, die Krankheit, die tote Evolution! Eure neue militärische Station werden wir vernichten! Und eure Soldaten werden wir auffressen! Klingt ja lecker. Ivan King hier. Flint, eine Horde Crawler kreuzt vor Lima 1. Velasquez, Leute brauchen deine Unterstützung. Melde dich danach bei mir in Atacama City. Alsa, bin auf dem Weg. Und gespannt, was diese Höhlenkriecher so drauf haben. Ihr habt's gehört. Das nächste Mal geht's gegen die Menschenfresser, die Crawler. Und bis dahin gönne ich euch eine kleine Pause. Bis zum nächsten Mal.